Hey, hallo und herzlich willkommen hier bei Belletristik Basti. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich wirklich. Und zwar habe ich mir was Neues überlegt. Also ich denke, es ist bestimmt nichts Neues, so im Großen und Ganzen. Ich bin mir sicher, das hat irgendjemand auf BookTube oder auf YouTube schon mal vor mir gemacht. Aber für mich war das eine neue Idee und ich fand es eigentlich eine ganz coole Idee. Und deshalb ziehe ich es natürlich hier an dieser Stelle durch. Und zwar wird es in dieser Reihe, also eine Trilogie, ja, also eigentlich besteht das Ganze hier aus drei Teilen. Und zwar, der erste Teil ist, wie ihr sicherlich schon gelesen habt und bestimmt schon gelesen habt, drei Autoren, die ich noch lesen möchte. Ja, also jetzt geht in diesem Video um drei Autoren, die ich noch nie gelesen habe und unbedingt noch lesen möchte. Im nächsten Video geht es dann um drei Autoren, die ich bereits gelesen habe und bei denen ich weiterlesen möchte. Und im letzten Video dieser Reihe geht es dann um drei Autoren, die ich nicht mehr lesen möchte. Und ich sage euch was, ich habe diese Videos jetzt so ein bisschen vorbereitet, bevor ich die jetzt hier drehe. Und dann ist mir aufgefallen, das Schwierigste ist eigentlich das letzte Format. Ja, das Schwierigste ist eigentlich tatsächlich drei Autoren, die ich nicht mehr lesen möchte. Weil das beinhaltet ja im Endeffekt auch ein Werk, das ich gelesen habe von diesem Autor, das mir entweder so abgeturnt hat, dass ich von dem nichts mehr lesen will, oder keine Ahnung was, das mir einfach zu langweilig war. Aber um das soll es heute gar nicht gehen. Heute geht es um drei Autoren, die ich noch lesen möchte, von denen ich definitiv und tatsächlich nur nichts gelesen habe. Beziehungsweise ist einer dabei, da ist es so ein bisschen dazwischen, aber eben nur ein bisschen. Und ihr wisst ja, ich mache wie immer meine eigenen Regeln. Here we go. Jetzt geht's los. Der erste Autor, und hier muss ich gerne mal in meinem schlauen Buch umblättern, weil ich habe mir natürlich Notizen gemacht. Und ich werde heute für dieses Video hier meinen Laptop zu Gebrauch holen, weil ich habe mir natürlich von diesen Autoren, von denen ich ja noch nichts gelesen habe, erstmal die Wikipedia-Seite geholt und mir ein bisschen so die Infos zu diesen Autoren durchgelesen. Der erste Autor, über den ich sprechen möchte heute, von dem ich definitiv noch was lesen möchte oder wo es mir wichtig ist, dass ich noch was lese, ist der John Katzenbach. Und ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen, weil ich habe ja ganz viele tolle Bücher geschenkt bekommen von einer Bekannten von mir, vom John Katzenbach. Die hat es damals nur gekauft, dass sie Bücher im Regal hat tatsächlich. Moment. Wahnsinnstasse, oder? Da habe ich, also für diese Tasse habe ich schon mal Komplimente gekriegt. Also schütz eure Komplimente jetzt in die Kommentare aus. Ich finde die Tasse mega. John Katzenbach, da habe ich ganz viele Bücher geschenkt gekriegt. Vielleicht zeige ich mal eins her davor. Jetzt habe ich einen Funko rausgepoppt aus dem Regal. Und zwar hier John Katzenbach, Das Opfer. Ich zeige das jetzt her, weil das habe ich hier als Hardcover. Das ist ein gebundenes Buch. Und also dieser John Katzenbach habe ich gerade schon gelesen, der schreibt ja hauptsächlich Thriller und Psychothriller und von dem her ist ja eigentlich sowieso ein Wunder, dass ich von dem noch nichts gelesen habe. Und als ich diese Bücher damals vorgezeigt habe in dem Video, ich glaube das war in dem in irgendeinem Book Haul Video, in irgendeinem Neuzugänge Video, da haben einige Leute in die Kommentare geschrieben, Mensch, so tolle Thriller, so tolle Psychothriller, ja, das steht doch mal, obwohl ich finde, ich glaube, warum ich dazu auch noch nicht gegriffen habe, ich bin ja immer so ein bisschen, ich bin so ein bisschen ein Coveropfer, ne? Und das mit diesen Covers vom John Katzenbach hier, vom Knauer Verlag, vom Knauer Drömer Verlag, finde ich jetzt nicht so überwältigend. Aber ich habe mir so ein bisschen die Klappentexte durchgelesen. Es geht schon so ein bisschen in die Richtung amerikanischer Albtraum, sag ich mal. Ich habe so das Gefühl, das orientiert sich alles so ein bisschen an amerikanischen Albträumen. Und bin auf jeden Fall sehr gespannt, was ich vom guten John Katzenbach halten werde und was ich euch davon berichten kann. Ich habe jetzt mir das Ganze hier mal ein bisschen auf Wikipedia durchgeschaut und ich kann euch berichten, was ich ganz interessant fand. Also der John Katzenbach, der schaut unheimlich frisch nur aus auf dem Foto. Ich blende euch das mal hier neben mir ein, beziehungsweise habe ich das wahrscheinlich schon längst neben mir eingeblendet. Der ist 71 Jahre schon, also das ist wahrscheinlich jetzt ein Foto, da ist er noch nicht 71, aber fand ich erstaunlich. Ich dachte mir, der wäre noch gar nicht so durch. Ja, und was ich ja sehr interessant ist, hier gefunden habe, ich habe tatsächlich 19 Werke gezählt, ja. Und für alle Stephen King-Fans, die die Reihe um den dunklen Turm schon gelesen oder gehört haben, die Zahl 19, die ist ja da
die hat ja da ganz was Schicksalhaftes an sich. Das ist eine ganz besondere Zahl, die ganz bedeutungsschwer ist. Ja, ist eine ganz bedeutungsschwangere Zahl. Wer weiß, vielleicht ist das ja tatsächlich so ein richtiges Zeichen. Ja, vielleicht ist es ja K. Ja? Wer weiß, ob das nicht K ist. Ich weiß zwar nicht, warum ich jetzt anfange hier mit dem dunklen Turm, aber irgendwie fühlt sich so an wie K. Also für alle, die dem dunklen Turm nicht mächtig sind, K bedeutet sowas wie Schicksal. Und hier ist er in der Biografie gestanden, was ich ja interessant fand. Der John Katzenbeck ist Sohn einer Psychoanalytikerin und des früheren US-Justizministers Nicholas Katzenbeck. Ja. Und er war früher praktisch, oder er hat sein Berufsleben anscheinend gestartet als Gerichtsreporter für den Miami Herald und für die Miami News. Und ist mit der Journalistik-Professorin und Pulitzer-Preisträgerin Madeleine Blaise verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder. Wow. Also es wirkt alles schon so ein bisschen wie der geplante amerikanische Traum, so erfolgreiche Familie und offensichtlich Sohn aus gutem Hause. Und ich habe hier irgendwo eben diese Sache gelesen, dass sich diese Romane wohl, was heißt Romane, dass sich diese Psychothriller ganz stark um den amerikanischen Albtraum drehen. Hier steht's: Die meisten seiner Werke sind Psychothriller und schildern amerikanische Albträume vor einem psychologischen und gesellschaftlich unaufdringlich ausgeleuchteten Hintergrund. Und da bin ich jetzt mal gespannt, unaufdringlich ausgeleuchtet, ist natürlich die Frage, ob das jetzt was Positives ist. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Vom John Katzenbeck habe ich tatsächlich 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bücher hier. Lieber John, schauen wir mal, ob das was wird mit uns beiden. An der Covergestaltung müssen wir auf jeden Fall nur arbeiten. Die fand ich nicht ganz so geil. Aber das bedeutet ja meist überhaupt gar nichts. Also das mit den Covergestaltungen, da lässt man sich ja viel zu oft mal völlig irreführen und völlig zu Unrecht. Wenn ihr übrigens Informationen oder Meinungen zu diesen einzelnen Autoren habt, dann schreibt sie mir das gerne unten rein und dann könnt ihr gerne eure Einschätzung abgeben, ob das richtig geil ist für mich oder ob ihr glaubt, das ist nichts für mich. Interessiert mich auf jeden Fall. Ich lasse mich ja immer gern beeinflussen. Ja? Ich lasse mich immer gern von euch beeinflussen. Ich weiß, normal sollte ich ja der Influencer sein, aber andersrum macht es doch einfach noch viel mehr Spaß. Ja, zum zweiten kommen wir zum zweiten Autor, den ich unbedingt lesen möchte, den ich tatsächlich noch nie gelesen habe. Und zwar ist es der H.P. Lovecraft. Das ist der junge Herr hier auf der Seite. Dieses Foto stammt von 1934. Deswegen schaut er einfach aus, als hätte er ein bisschen zu viel Staub in der Kapuze. Aber egal, lassen wir das mal hinten anstehen. Ihr wisst ja wahrscheinlich alle, und wenn ihr es nicht wisst, dann verrate ich es euch jetzt. Der H.P. Lovecraft ist ja praktisch eine Säule, sag ich mal, eine Koryphäe der fantastischen Horrorliteratur. Ja? Eigentlich ist er ja der Urvater der fantastischen Horrorliteratur. Und ich habe natürlich auch zum H.P., zum guten H.P., zum Howard Phillips Lovecraft hier die Wikipedia-Seite offen. Der ist 1890 geboren worden und hat bis 1937 gelebt, 47 Jahre alt worden. Und ja, also wie ich es schon gesagt habe, er ist ja wirklich ein bedeutender Horror-Schriftsteller und ich finde es auch krass und cool eigentlich. Eigentlich ist es ja cool, weil zu dieser Zeit, als er Schriftsteller war und als er gelebt hat, ja, ist ja diese Art von Horrorliteratur, die er verfasst hat, glaube ich ja wirklich so eine Art bunt gestreifter Pudel gewesen. Also das war ja wirklich ein rosa Elefant wahrscheinlich damals. Also wie wir alle, die wir große Festa-Fans sind, wir haben diesen geilen H.P. Lovecraft Festa-Schuber, diesen Riesenschuber, was heißt Riesenschuber, ich glaube es sind 5 oder 6 Bücher drin, mit seinem Lebenswerk praktisch, mit alle Geschichten von ihm. Den habe ich immer vor meinem geistigen Auge und den wünsche ich mir ja seit Jahren, ja eigentlich erst seit 2 Jahren, aber seit 2 Jahren wünschen wir den schon zu Weihnachten. Wer weiß, vielleicht wird er das auf diesem Wege, in diesem Jahr wird es was. Jeder, der mir gern was zu Weihnachten schenkt, ist gar kein Stress, hey, ihr kriegt natürlich meine Adresse, H.P. Lovecraft Schuber, aber bitte nur einen, weil ich kann 3 nicht brauchen. Aber schauen wir mal, ich würde mich auf jeden Fall total freuen, weil ich habe ja zum Beispiel vom Edgar Allan Poe, der ja auch so
eine Ur-Koryphäe der Horrorliteratur ist, habe ich ja schon mal ein Kurzgeschichtenband angefangen und das fand ich ja mega. Und ich konnte jetzt überhaupt nicht sagen, ob das in diese Richtung geht, aber wenn das ja nur annähernd in diese Richtung geht, beziehungsweise muss ja das eigentlich einen Grund haben, warum dieser Mann so big im Business war, beziehungsweise stimmt das nicht, habe ich gerade hier auf Wikipedia gelesen, er war gar nicht big in Business. Also zum Ersten gibt es über den HP mal zum Sagen, dass er wirklich eine sehr schwierige und sehr unschöne Kindheit hinter sich gehabt hat. Also das Leben vom HP Lovecraft, das wünsche ich wirklich niemanden. Also der hat wirklich schlimme Traumata und Erlebnisse, glaube ich, als Kind gehabt, was wahrscheinlich dann tatsächlich auch seine, was heißt wahrscheinlich, also was dann seine Geschichten einfach auch genau mit diesem Kontext eingefärbt hat. Und man, klar, das kommt dann im Endeffekt am Ende dabei raus. Dann überlegt man sich kranke Geschichten, obwohl ich jetzt ja nur von Wikipedia-Einträgen oder Videos, die ich gesehen habe, spreche, weil ich habe selber noch keine Ahnung. Ich freue mich aber als alter Horrorfan tatsächlich einfach total auf Geschichten vom H.P. Lovecraft. Aber an dieser Stelle muss ich nur mal sagen, ich habe ja diesen Schuber noch gar nicht. Ja? Also, wenn irgendjemand Bock hat, mir das Weihnachtsgeschenk zu machen, der H.P. Lovecraft Schuber vom Vesta Verlag, tut mir auch noch was Gutes, weil der Vesta Verlag, Leute, der hat es ja wohl absolut verdient, dass man ihn unterstützt. Das sind tolle Leute, die haben mich damals aber in meiner Spendengala ganz selbstlos unterstützt und fand ich richtig cool. Die wollten zwar leider kein Interview nicht machen, aber haben uns tolle Fotos damals geschickt. Vielen Dank an die Inge. Nochmal an dieser Stelle. Genau. Ja, ich bin sehr gespannt, was der gute HP so fallen lässt oder wie dessen Kurzgeschichten zusammen. An dieser Stelle muss ich auch nochmal sagen, ich erzähle das immer oft und es interessiert keinen, aber mich interessiert es wiederum nicht, wen das von euch interessiert. Von dem her erzähle ich es immer wieder. Ich schreibe ja momentan Horror-Kurzgeschichten, ja, und ich muss auch wirklich sagen, ohne dass ich mir jetzt groß hervortun will, aber ich habe da schon so ein bisschen eine Leidenschaft dafür entdeckt, ja, und ich habe tatsächlich, ich bin der Meinung, ich habe da ein relativ großes Talent an mir entdeckt, beim Verfassen von meinem geschriebenen Wort praktisch, von dem ich gar nichts ahnte. Ich meine, ich wusste natürlich schon, dass ich ein kreativer Mensch bin, so im Allgemeinen, und dass ich viel kreative Ideen habe oder so. Aber das war mir nicht bewusst, weil ich muss sagen, ich lese meine Geschichten selber ganz gerne. Und ich arbeite mit dem Thomas, mit dem Autor von Die Zauberjäger, an einem Kurzgeschichtenband praktisch. Und in diese Richtung gibt es eine ganz tolle Verlautbarung, die ich auf jeden Fall auch bald erzählen werde. Aber alles zu seiner Zeit. Jetzt kann ich eigentlich nur sagen, gerade wegen dieser Sache interessieren mich natürlich die Kurzgeschichten vom H.P. Lovecraft umso mehr noch, weil das natürlich so, ich eruiere ja da ein bisschen und schaue mir so ein bisschen die Qualität beziehungsweise so die Eck- und Stützpfeiler von anderen Horror-Kurzgeschichten an, die ich vielleicht sogar als Einflüsse für meine eigenen auch verwenden kann. Wer weiß, weiß gar nicht, ob das für oder sehr gegen mich spricht, dass ich das bis jetzt noch nicht gemacht habe. Aber an dieser Stelle, H.P., sind wir gespannt, ob wir zusammenkommen. Ich freue mich auf jeden Fall auf deine Geschichten. So, und zum Dritten, zum letzten Autor an dieser Stelle kommen wir jetzt. Und zwar, ich will auf jeden Fall noch lesen Werke von Martin Suter. Martin Suter, jetzt werden alle sagen, was, du hast schon ein Buch von Martin Suter gelesen. Stimmt, aber stimmt eigentlich nur so halb. Ich habe nämlich gelesen, alle sind so ernst geworden. Jeder, der mir so ein bisschen folgt, der weiß schon, ich bin eigentlich schon oft mit diesem Buch auf den Keks gegangen, aber ich habe es einfach so hart gefeiert. Das hat der Martin Suter mit Benjamin von Stuckrad-Barre gemeinsam geschrieben. Und ich habe das gelesen und da hat es natürlich auch gesutet drin. Ja. Natürlich hat sie auch gesutet, aber so vom Flair, glaube ich, vom Flair ist dieses Buch definitiv eher so in die Richtung Stuckrad-Barre gegangen, so vom Firlefanz, der da stattgefunden hat. Ja. War eine sehr unterhaltsame Sache und von dem her habe ich mir vorgenommen, ich will unbedingt auch was von Martin Suter lesen. Und wir sagen jetzt einfach mal, das gilt, dass ich das so mache. Weil das ist das gewesen, was mir eigentlich nur so am dringendsten am Herzen ging ist, weil ich habe kürzlich nämlich den anderen Autor, den ich noch machen wollte, den habe ich kürzlich schon gelesen, den konnte ich nicht mehr hier mit ins Boot bringen, aber das ist mir wirklich wichtig und ich habe mich zum Beispiel auch für die Zeit, habe ich mich mit der Eva von Herz auf der Zunge schon verabredet für einen Buddy Read, dabei fällt mir, ich mache aktuell schon mit der Eva einen Buddy Read zu Heartland. Da warte ich nur auf die erste Nachricht von der Eva. Go for it, Eva. Dann habe ich noch hier Small World und Der Koch
der Koch, das hat habe ich meiner Mama, der Belletristik Mama, habe ich das schon lesen lassen. Ja, die Mutti, die liest ja manchmal Bücher für mich vor, dass ich mich praktisch dann nimmer näher mit denen beschäftigen muss, wenn die Mama sagt, okay, das geht durch die Belletristik-Mama-Sperre. Nö, ist natürlich völliger Unsinn. Geben natürlich der Mama nur das, was sie Bock drauf hat. Und ich habe nur die dunkle Seite des Mondes. Das hier habe ich von meiner Tochter gekriegt. Das hat meine Tochter in der FOS als Schullektüre durchgenommen, sozusagen. Und hat es dann mir gegeben und sie hat dann gesagt, hier geht es womöglich um irgendwelche psychedelischen Pilztrips und so. Und ja, psychedelische Sachen interessieren mich natürlich sowieso. Ja, und ich bin sehr, sehr gespannt, was mir der Martin da so reinsutert. Und das sind die drei Autoren, von denen ich unbedingt wer gelesen möchte. Ihr wisst schon, der letzte, der war jetzt so halb gemogelt, aber eigentlich auch nur so halb, weil von ihm selber habe ich ja tatsächlich nur nichts gelesen. Und mir ist aufgefallen, ich habe gar keine weibliche Autorin in diesen Reihen jetzt da irgendwie gehabt. Aber das liegt wahrscheinlich daran, dass ich inzwischen ja sogar schon Colleen Hoover Bücher lese, weil das wurde mir ja von der Maike von die Book Friends Forever ans Herz gelegt und ich feiere es ja wirklich total. Also ich feiere es wirklich komplett. Von dem her kann ich die gute Colleen hier nicht mehr mit ins Rennen führen. Und ja, wenn ich so mal durch mein Regal gegangen bin und durch meinen Hinterkopf, dann sind diese drei Autoren die ersten gewesen, die mir da dazu eingefallen sind. Wenn ihr auch einen, zwei oder drei oder fünf Autoren habt, die ihr unbedingt nur lesen wollt, okay, ihr kennt es einfach an, wenn ihr Ohren habt, wenn euch einer einfällt, der euch schon so lang vor dem Solar Plexus liegt, ja, dann schreibt es mir den gerne in die Kommentare, würde mich natürlich sehr interessieren, weil das ist was, da ist man als Booktuber ja schon so ein bisschen geplagt mit vielen neuen Eindrücken und mit vielen neuen Autoren und Werken, mit denen man konfrontiert wird, wo man sich denkt, Mensch, da hat die auch Bock dazu. Aber manchmal entdeckt man ja so richtige Perlen erst, wenn man sich rauswagt aus seiner Komfortzone. Ich habe das festgestellt, wie ich gerade schon Zeit habe mit der guten Colleen. Ich habe kürzlich Layla gelesen. Kann ich euch sagen, werde ich im Lesemonat berichten. Crazy. Crazy, amazing, richtig geil. Tolles Buch. Ja, also es ist auch richtig voll die Hardcore-Entdeckung im Endeffekt. Also ich bin gespannt, welche Autoren euch noch vor der Körpermitte liegen, die ihr unbedingt noch lesen wollt. Sehr tolle Wortredewendung. In diesem Sinne, dann ich sagen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Es geht zwar noch nicht nächste Woche, aber es wird früher oder später weitergehen mit dieser Dreierreihe, praktisch mit dieser Videoreihe. Und beim nächsten Mal gibt es dann Autoren, die ich bereits gelesen habe und bei deren Werken ich weiterlesen möchte. Das machen wir dann beim nächsten Mal. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich konnte euch gut unterhalten. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Hallo und herzlich willkommen hier bei Belletristik Basti. Macht es gut, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.